Kornkreise. Schon der Begriff ist irreführend, denn das, was sich da seit Ende der 80er Jahre im Südwesten Englands in den Feldern abzeichnet, ist weitaus komplexer als das. Prinzipien der heiligen Geometrie, mathematische Konstanten, ja sogar Binärbotschaften wurden darin schon entschlüsselt. Interessant ist das vor allem dann, wenn man weiß, dass offenbar nicht alle Formationen von Menschenhand gemacht sein können. Das zumindest legen wissenschaftliche Untersuchungen nahe. Für den neuen Film von Nuoviso sind wir darum erneut nach Wiltshire gereist. Mit einem 8-köpfigen Drehteam und 2 fliegenden Kameras. Und zurückgekehrt sind wir mit mehr Fragen als Antworten. Pilot zu sein in England, das hat schon was. Vor allem hier in der Grafschaft Wiltshire bekommt man dabei Ausblick auf ein Phänomen, das seit Ende der 80er Jahre die ganze Welt in Atem hält. Wie hier in Etchell-Hampton, entdeckt am 28. Juli 2012. Avebury. Auch hier hat sich über Nacht ein Kornkreis gebildet. Wann genau, wie und von wem, ist unbekannt, wie bei den meisten. Das ist die Formation von oben. Das ist sie in echt. Es ist unmöglich herauszufinden, wo ich mich überhaupt gerade befinde. Ich muss irgendwie das Zentrum finden. Die Sause wäre zwischen den Spuren, die nicht niedergelegt sind, so ungefähr 70 cm Platz. Allerdings hier ist viel weniger Platz. Zwar wurden schon einzelne Formationen als Fälschungen entlarvt, aber für Kornkreisexperten steht fest, es gibt ein echtes Kornkreisphänomen. Ja. Können in, besonders in neuen Kornkreisen gewisse Energiepotenziale nachweisen auf dem elektromagnetischen, auf dem elektrostatischen und im radioaktiven Bereich, die zwar nicht gefährlich sind, die sehr minimal sich unterscheiden von den Kontrollproben, von den Kontrollmessungen im normalen Feld, aber eben sich wissenschaftlich signifikant von diesen auch abheben und etwa nach 10 Tagen wieder abebben. Das sind alles Phänomene, die nachweisbar sind, die aber wo wir noch nicht erklären können, warum sie sich und wodurch sie entstehen, aber die sich ganz klar von einem menschengemachten Phänomen abheben. Jedes Jahr reisen tausende Touristen nach England, treffen sich auf Konferenzen, tauschen sich aus. Die Crop Circle Summer Lectures in Devizes gehören inzwischen zur festen Anlaufstelle für Croppies. Veranstalterin Karen Alexander ist sicher, Kornkreise sollen uns auf einen anstehenden Bewusstseinswandel vorbereiten. Wir beschreiben unsere Realität oft auf dieselbe Weise. Wir haben subjektiv und objektiv, schwarz und weiß, du bist für mich oder gegen mich. All diese dualen Dinge stellen unsere Sichtweise auf die Welt dar. Man kann sich diese Dualität in allen Arten von Gegensätzen vorstellen. Nur so definieren wir uns in unserer Realität. Und ich glaube, dass sich genau dies ändern wird. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie die Kornkreise im Laufe der Jahre die Problematik von Dualität und der Triangulation deutlich gemacht haben, den Bewusstseinszustand, der jenseits des Dualitätsfilters liegt, mit dem wir unsere Realität begreifen. Hier also einige dieser Formationen. Und ich hoffe, dass Sie Ihnen deutlich machen, wie Sie uns seit Jahren darauf hinweisen, seit vielen Jahren. Hier ein klassischer Kornkreis von 1996, die Teilung des Ganzen in etwas Duales. Hier sehen Sie eine weitere Art, wie Dualität sich in Kornkreisen ausdrückt, eine Inversion, eine Umkehrung. Wenn Sie sich die äußere Form anschauen, so sieht
diese aus wie eine Schneeflocke, aber die Form im Inneren ist eine Umkehrung der äußeren Form. Und Kornkreise sind in vielerlei Hinsicht dual, denn sie bestehen aus niedergelegten und stehenden Korn. Chehill Down. In diesem Feld sind in den letzten Jahren immer wieder Formationen aufgetaucht. Es ist von der Straße aus gut einsehbar und direkt neben einem Haus gelegen. How long have you been living here? In this house about 12 years. Yeah. And have you ever seen anybody? Never. In all the years that we've lived here, we've never seen anyone. We never managed to see, so we've been very intent on looking to see if we can see anybody doing it in the middle of the night, but we've never seen anyone. No tracks, no lights. No. So that means that these formations, they must have appeared within hours or within minutes or so. Let's think. In the summertime now, daylight lasts through till almost 11 o'clock, and it's light again at just after 4 o'clock. Yeah. Certainly light enough to be able to see across there if people are actually paddling down. Yeah. Down course. You would see that from your living room or... Well, we see it from the attic space, yes. Yeah, yeah. But, well, actually, it's not as if there's any hedges on the side of the road. You would actually see anyone doing it. Mm. So who do you suspect, or what do you suspect is behind it? Clever people. Or, well, I don't know. I have absolutely no idea. Just some very, very clever people. Very strange. Yes, very. Eines ist klar, die Kornkreismacher lassen sich nicht gerne auf die Finger schauen. Doch sie hinterlassen zuweilen kodierte Botschaften, wie hier in Jubilee Copse, entdeckt am 28. Juli. Der amerikanische Professor Jonathan de Vierville versucht sich seit 10 Jahren an der Entschlüsselung solcher Kornkreise. Doch einige sind einfach nicht zu knacken. Was ist das eigentlich? Wir konnten nur das entschlüsseln. Dies sind die Schriftzeichen, die oben und unten zu sehen sind. Ich habe dazu mit Sprachwissenschaftlern gesprochen und keiner scheint diese Zeichen zu kennen. Es ist weder Hebräisch noch Phönizisch. Irgendetwas soll hier übermittelt werden. Und ich denke, sie versuchen uns dazu zu bringen, dass wir auch den Kontext des gesamten Bildes verstehen mit 8 Kreisen und diesen 9 Punkten in der Mitte. Wenn wir uns also all das anschauen, muss man feststellen, dass es mindestens 8 Formationen gibt, die auf verschlüsselte Botschaften hindeuten. Diese da wurden schon entschlüsselt 2001 und 2002, aber 10 Jahre später sind diese Formationen aufgetaucht und im vergangenen Jahr kam diese Formation, über die auch Michael noch sprechen wird. Dies sind irgendwelche Botschaften. Was besagen diese Botschaften? Welche Geschichten stecken dahinter? Windmill Hill. Auch hier haben Unbekannte am 25. Juli eine Geschichte hinterlassen. Auf gut 90 Metern Länge. Aus aller Welt strömen Touristen herbei, um die geheimnisvollen Formationen selbst zu erleben. Viele von ihnen betrachten sie als so etwas wie zeitweilige Tempel, zu denen sie pilgern, um darin erstaunliche Erfahrungen zu machen. Falls man von hier zum anderen Ende geht, kann man die Energie fühlen, die verändert sich sehr schnell zwischen diesen beiden Teilen. Da ist auch eine sehr kräftige Energie wo die Linien enden, hier, da draußen. Wie würden Sie diese Energien beschreiben? Also die sind ja sogenannte Aliens, die es so gemacht haben, dessen bin ich völlig sicher. Und die Energien sind ja auch anders, als man von Leuten fühlen kann. Die sind viel kräftiger, viel anders, die sind mehr informativ sozusagen. Right here I'm starting to feel it. I'm having goosebumps. No, really? Yeah. Ich habe wirklich
just right here. Yeah, Gänsehaut. I don't know. I mean, I feel a sense of connection. I think a lot of us do, for whatever reason. Maybe it's our imagination, but it feels more real than that. Mm. Yeah. Woher kommen die subtilen Energien, die Besucher in den Formationen zu spüren scheinen? Dienen sie vielleicht einem Zweck, der uns bislang verborgen bleibt? Der britische Forscher Glenn Broughton erforscht die Auswirkungen solcher Energien auf Pflanzen, Tiere und Menschen. Er vermutet einen Zusammenhang zwischen Kornkreisen und den zahlreichen uralten Kultstätten, die überall in Wiltshire zu finden sind. Diese Samen stammen aus einem Maisfeld in Amerika und oben sehen Sie die Samen, die direkt aus der Formation stammen und auf dem unteren Bild sind Samen aus demselben Feld, aber außerhalb des niedergelegten Bereiches. Und wie Sie sehen, ist hier die Auskeimungsrate da oben viel besser als da unten. Das war nach 11 Tagen. Diese Arbeit haben sie einige Jahre lang durchgeführt und dann haben John Burke und Dr. Levengood herausgefunden, dass dieser Effekt reproduzierbar ist. John Burke hat Folgendes getan. Er ist zu heiligen Stätten auf der ganzen Welt gereist, unter anderem nach Avebury. Und wenn Sie Avebury kennen, dann wissen Sie, dass sich hinter dem Obelisken dort, dem zentralen Markierungsstein im inneren Steinkreis von Avebury, direkt dahinter also solche Betonscheiben im Boden befinden. Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, was die zu bedeuten haben. Archäologen haben keine Ahnung. John Burke ist dort mit Samen herumgelaufen vor dem Sonnenuntergang. Und er sagte, es war so, als würde er Energie wahrnehmen. Und er hat Folgendes entdeckt. Vor dem Sonnenuntergang gibt es einen massiven Anstieg an natürlich auftretenden atmosphärischen Ionen. Er hat die Samen dort ausgelegt, zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde. Und er hatte eine Kontrollgruppe an Samen im Hotel zurückgelassen. Und als sie die Samen später einpflanzten, stellten sie fest, dass sie besser wuchsen. Wenn man also diese natürlich auftretende Ionenstrahlung ansieht, dann ist das vielleicht auch der Grund, warum dieser Ort überhaupt geschaffen wurde. Vielleicht brachten die Leute dort ihre Samen hin, um sie zu potenzieren und um sie später einzupflanzen. Eine sehr interessante Theorie. Der Steinkreis von Avebury oder das, was nach 4000 Jahren davon übrig ist. Diente er dazu, Samen fruchtbarer zu machen? Ist das vielleicht die Erklärung für seltsame Veränderungen an den Pflanzen? Und warum tauchen die Kornkreise vor allem in dieser Gegend auf? Werden sie etwa von einer besonderen Energie angezogen oder gar geschaffen? Wenn ich anfange, darüber rational nachzudenken, das macht mich echt wahnsinnig. Das muss jeden wahnsinnig machen, der einfache Antworten sucht. Nö, wer einfache Antworten sucht, der findet die Antworten auch schnell, würde ich mal sagen. Oder? Tja, und bis der neue Film von Nu Wieso fertig ist, wird es noch etwas dauern. Aber die Expertenmeinungen zum Kornkreisphänomen, die erfahren Sie schon jetzt. Und zwar exklusiv bei uns im Exo-Magazin.